Willkommen zurück zu Luna Silver Star Harmony. Wir haben den Helm des Drachenmeisters. Jedoch sind die Geräusche, die wir von draußen hören, nicht gerade beruhigniserregend. Ich schätze mal, sie haben sich den blauen Drachen jetzt eingesackt. Der Wild Tribe. Aber wir gucken mal nach. And he's gone. What's going on? Where's the blue dragon? You're too late. He's already fallen into our hands. Weiß man nicht, wie er vorher spricht, deswegen. I should have expected to see you here, witch. After all, why should the magic emperor do his own dirty work? Were you ready and willing to wallow in the mud for him? Give up now, Paxia, and we won't have to hurt you. I don't understand why you're doing such a terrible thing. No, you wouldn't understand. You have no idea what it has been like for us to survive on the frontier. And you don't know what it will take to turn the dreams of my people into reality. The frontier? The land to which Althena banished the wild tribe all those ages ago? We have a right to the life that Althena has denied us. But what does kidnapping Luna have to do with any of this? It's not just right. It's just not right that you've done to her. I'm sorry, but it was necessary for us to capture Luna and the other songstresses. I give you my word that she is unharmed and will stay that way if you return home. Continue to interfere with the Emperor's plans and you place her life in jeopardy. It looks as though I've been a bit too careless of my own good. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es der Drache, oder? Looks as though I've been a bit too careless for my own good. Das ist wahrscheinlich die Seele von ihm nochmal, ne? Ja, dachte ich mir, okay. It's unthinkable that Galeon, who with thine swore allegiance to Athena and to the very end, could commit such a dastardly act. Galeon, how could you be blinded by your own reasoning? How could you plot to shatter the dreams of the goddess and your loyal friend Dine? Galeon, you mustn't awaken the of Athena. It will wreak havoc and destruction upon Lunar. Alex, Alex, can you hear me? Yes. Alex, I beg of you, become the Dragon Master and protect the goddess from Galeon. It was 15 years ago she forsook all her power. No! No! Alex, we can never forgive Galeon for what he's done, never! Ich weiß, was die Hintergründe sein werden, ne? Ich meine, den Wildtrap kann man schon irgendwo verstehen. Vor allem, weil vielleicht auch die Nachfahren des Wildtraps jetzt leiden unter den Taten ihrer Vorvätern. Das ist ziemlich ungerecht. Aber vor allen Dingen würde mich auch interessieren, was Galeon eigentlich macht. Ich habe auch diese Vermutung, dass er vielleicht für Athena mehr empfunden hat oder so ein Schwachsinn. Oder so ein Kram, nicht Schwachsinn, aber so ein Kram halt. Dass er vielleicht deswegen Athena zurückbringen will? Oder so irgendwie sowas? Das wäre schlecht für Luna, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Alex, we can never forgive Galeon for what he's done, never. I'm going to exact revenge for the dragons, for everyone. Galeon's hurt. Now. Ich schätze mal, wir haben jetzt auch einen neuen Zauber bekommen. Muss ich mal nachgucken. Wird uns irgendwie nie erzählt. Ja, haben wir auch. Und zwar Healing. Ist krass, was er alles kann. Ich meine, das ist, was er in seiner Kraft ist. Ne? Er kann halt die Drachenseelen beschwören und dadurch alle möglichen Rollen noch mehr oder weniger übernehmen. Aber es kostet so viel Mana, dass das eigentlich nie wirklich wert ist. Bisher. Ich denke mal, später im Game, wenn wir mehr Mana haben, werden diese Skills auch relevanter werden. Das erinnert mich ein ganz bisschen daran, wie das, glaube ich, teilweise damals in Final Fantasy 9 war, wenn ich mich erinnere. Wo die beschwörende Person am Anfang die Beschwörungszauber hätte gar nicht ausführen können, weil sie einfach gar nicht die Mana dafür hatte. Was ja auch so gewollt war. Aber gut.
Okay, ja, dann können wir eigentlich rausteleportieren, oder? Makes sense. Nee. Zauber. Ich darf nicht. Wir hatten bisher auch noch keinen Bossfight, ne? Es wäre nicht undenkbar, dass hier noch was kommt, was uns abfängt. Aber wie schon mal gesagt, das Spiel wird mich nicht rausteleportieren lassen, wenn noch was passieren soll. Und hier soll noch was passieren. Vielleicht nur die Kompensation, wir werden sehen. If the dragon can't even stand up to the threat of the Magic Emperor, then what are we supposed to do? War das jetzt... Das war jetzt die Sache, weswegen ich mich rausteleportieren durfte? Ja, okay. Alles klar. Ja, da waren auf jeden Fall noch Schätze drin. Ich hoffe, die sind nicht allzu wertvoll. Es ist ein Schade, dass ich die jetzt nicht mehr mitholen werde, aber ich renne da nicht nochmal durch und mache irgendwelche random Löcher da, bis ich den richtigen Ort gefunden habe. Aber ich meine, ein, zwei Schatztruhen habe ich drinnen gelassen, tatsächlich. Hatte ich den Eindruck. So, jetzt bleibt ja eigentlich nur noch der schwarze Drachen, oder? Und dafür brauche ich nämlich auch mal einen Anhaltspunkt. Und wir haben noch keinen. Ich habe eine Vermutung, was die Map anbelangt, aber... Wilde Vermutungen sind noch keine klaren Anhaltspunkte. Ich rede nochmal mit dem Ältesten hier. Das erscheint mir noch recht naheliegend. Alex, we too felt the loss of the blue dragon, but don't mourn his bond's passing. For I know that just as a song returned to us, so shall the soul of the blue dragon. The black dragon to the east now awaits your coming. Go now, my green-eyed friend, your goal is firmly within your grasp. Ja, wir haben eigentlich noch zwei Orte, wenn das der letzte Kartenabschnitt ist. Und der eine Ort führt scheinbar eher ins Grenzland, wo der Wild Tribe verbannt wurde. Da gehe ich stark von aus. Das heißt, es muss dieser Weg im Süden sein. Also im Südosten. Also nicht dieser durch den Canyon, sondern hier unten durch die Forbidden Woods. Ich schätze mal, dieser schwarze Stein im Boden ist die Heimat des Black Dragons, ne? Theoretisch könnte der White Dragon, wir haben ja nur vier Stück, das heißt, der White Dragon muss ja nicht unbedingt Licht sein, das könnte auch ein bisschen mehr für Wind stehen oder wie Luft generell. Das heißt, schwarz ist nicht unbedingt dunkel oder finster oder so, sondern kann auch zusätzlich noch für Erde stehen, ne? Deswegen würde das Sinn machen, dass er da drin ist. Ich denke, wir sollen dahin, weil da oben, das sieht aus wie das Frontierbereich. Ja. Ich versuch's einfach mal. The Forbidden Woods. I heard there's some place really cool in the woods, where the monsters are really strong. Wow. Ist das wirklich cool? Ne? They're supposed to be so powerful, you can't even scratch them. Wait, till they get a load of some Karl action. I'll show them some scratching action. Momentan ist Kyle ein bisschen der Schwächste leider, meines Erachtens nach, deswegen ist es lustig, dass er das sagt. Weil Kyle immer noch keinen dritten Angriff bekommen hat. Das lässt ihn so ein bisschen runterfallen. Das einzige wirklich Gute, was er noch hat, in meinen Augen, ist die Tatsache, dass er natürlich mit seinem Ulti sehr viel mehr Schaden macht. Wegen Single-Targets. Aber dadurch, dass er nur zwei Attacks hat, im Gegensatz zu Alex, der drei hat, fällt er so ein bisschen nach hinten. Momentan. Warte mal kurz, habe ich gerade richtig gesehen? Ja, nee, alles gut. Okay, gibt es hier also Monster, vor denen ich fliehen muss? Oder was muss ich daraus... Wie muss ich daraus schlau werden? Guck mich mal ein bisschen in den Ecken um. Okay, hier ist nichts. Dann holen wir uns den ersten Gegner hier. Komm her. Busche? Ja, wow. Weil er auch ein Busch ist. Ja, ich könnte natürlich einen Dragon Wrath machen, aber ich kann einfach einen Feuerspell machen mit Mia und das ist viel, viel billiger. Ich glaube nicht, dass hier Blitzzauber viel bringen werden, aber ist egal, machen wir trotzdem. Ich schätze, Flammenzauber werden hier the way to go sein. Hm.
Oh. Die sind nicht nur sehr tanky, sondern machen auch verdammt viel Damage. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Er ist down. Einmal noch beißen, ja. Nee, er lebt noch. Aber jetzt aber gleich. Venom Gaze, okay. Bin ich hier richtig? Die Gegner sind so viel stärker. Und sie haben keine Feuerschwäche. Okay. Okay, die Gegner sind nicht nur viel, viel stärker, sondern nehmen auch sehr wenig Damage. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ich meine, kann sein, dass es aber schwerer wird jetzt. Ist auch okay, aber... Das ist ja schon ein krasser Unterschied. Ich meine, das Schlimme war halt, dass sie sich auf ihn fokussiert haben. Hält man mit 3 HP. Wow. Mach mal bitte einen Flashcut. Du machst einen Elektroschauer. Du... Ich weiß nicht, ob Einzelteil besser ist. Ich glaube nicht. Dann mach mal AOE. Ich hoffe, er überlebt das. Ich blocke es doch. Mein Blocken bringt mir jetzt eh nichts mit ihm, ne? Wenn sie nicht vorher heilt, ist er sowieso tot. Okay, der erste fällt, das ist gut. Mal gucken, wie viel Erfahrung wir bringen. Echt wenig Damage. Nein! Ach, komm. Nicht so schlimm, weil man die Erfahrung, glaube ich, sowieso bekommt, weil man ja wiederbelebt wird, bevor das Berechnen losgeht. Aber trotzdem nervt mich das manchmal ein bisschen. Diese Reihenfolge der Aktionen hier ist immer so unvorhersehbar. Wir sind jetzt alle fast tot, glaube ich. Also können wir alle einfach draufschlagen. Wenn sie nicht so herrschen sterben. Also scheinbar haben die absolut keine Schwäche. Null. Kein Feuer, kein Eis. Oh, sogar im Kampf, danke. Kein Feuer, kein Eis, kein Blitz, keine Katz, nix. Uiuiuiui, sind wir hier schon richtig? Die Erfahrung ist geradezu lächerlich. Willst du mich verarschen? Das sieht man immer wieder, dass hier in Masse mehr zählt bei Erfahrung als hier die Stärke der Gegner. Aber das ist echt schon krass, vor allem wie stark die Gegner hier sind. Das wird übel, ja. Also ich werde mich von den Büschen versuchen fernzuhalten, wenn möglich. Ich gucke mir jetzt mal den anderen Gegner hier an, wie stark der ist. Aber die Büsche sind nicht so geil. Besser aus. Keine Schwäche, aber immerhin. Okay, physische Moves bei denen sind schlecht, aber das dachte ich mir, das sei schon immer so gewesen bei diesen gepanzerten Gegnern. Alter. Null Damage. Könnte es mir erstmal Schaden sein, ne? Ja, das ist heftiger Damage, aber alles ist heftig. Bei dem machen wir physisch gar keinen Damage, wir müssen schon Spell casten. Das ist. Ich weiß nicht, bin ich hier richtig oder nicht? Meine Erfahrung ist nicht allzu hoch, aber die Gegner sind echt viel, viel übler als alles zuvor. Yeah.
Die werden nicht viel bringen, weil das nur zwei waren, ne? Ja. 350 Erfahrungspunkte, wollt ihr mich verarschen? Ich habe das Gefühl, es würde diesen Bereich hier gerade Sinn machen, die Gegner alle zu umgehen, wenn möglich, weil sie einfach alle extrem stark sind und extrem wenig bringen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich schon her soll, ne? Ich hoffe, ich bin hier nicht falsch. Ich speichere das, ne? Wäre super nervig, wenn ich hier tief reinlaufe und dann muss ich hier noch gar nicht her. Aber hier ist nur eine Affe, die wir nicht kennen, das ist er hier. Oh Gott, zusammen mit drei von denen, die waren eben alleine schon. Okay. Mach mal eine Ulti, bitte. Das ist die stärkste Zauber, ne? Wenn die keine Schwächen haben, dann machen wir die stärksten Spells, die wir haben. Alter, what the fuck? Einfach nur. Ich meine, ich habe das Gefühl, hier falsch zu sein, weil der Sprung im Schwierigkeitsgrad gerade unfassbar ist, aber das ist doch eigentlich der logische Weg jetzt, oder nicht? Okay, noch jemand tot. Ja, der Zauber kommt wieder viel zu spät. Aber manchmal kommt er als erstes, manchmal als letztes. Soll in diesem Wald ein cooler, in Anführungsstrichen, Ort sein, wo die Gegner noch stärker sind? Bitte was? Das ist ein Scherz, oder? Und zwar ein schlechter. Jetzt macht es als erstes. Das ist. Ich meine, es ist machbar, aber es ist schwerer als teilweise Bossfights, also nicht nur teilweise, es ist schwerer als alle Bossfights bisher. Vielleicht soll das aber so sein, dass man jetzt öfter mal stirbt. Ich meine, dieses Spiel hat eh diese komische Funktion, dass man nach den Kämpfen wiederbelebt wird, was sehr spezifisch ist. Vielleicht ist es zu sagen, okay, auch mal zu sterben, ich weiß es nicht. Aber das ist halt ein Sprung jetzt, der hier gerade passiert. Ich meine, guck mal Jessica an. Jessica hatte bisher immer meistens Max Mana, weil ich fast nie heilen musste. Jetzt muss ich heilen, wie blöd. Irgendwie ist das komisch. Sehr, sehr komisch. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Es macht irgendwie Sinn, dass wir hier lang müssen. Hier ist eine Truhe, oder? Die ist versteckt. Kann das sein? Nee, sah so aus. Wahrscheinlich ist das ein Fehler, so irgendwie auszuweichen, aber wie gesagt, es ist halt echt fraglich. Gegen die kann ich eh nicht viel machen. Mach mal ruhig einen Dragon Thrash. Mach ein bisschen Damage bei denen. Thank you.
Ja, so riesig platt, aber das kann ich nur ein, zweimal machen und dann ist mein Mana aufgebraucht, ne? Und die bringen dann nur 500 Erfahrungspunkte. Alter, das ist doch wohl ein Witz. Also wenn ich, also ich versuche jetzt echt hier so vielen Kämpfen wie möglich aus dem Weg zu gehen, weil die sind es nicht wert. Die Gegner, die sind viel schwerer. Ich könnte in den Wassertempel zurückgehen und viel schneller farmen, wenn es darum gehen würde. Also hier werde ich versuchen, ich meine, ich versuche immer die Gegner auszuweichen, aber hier werde ich es jetzt recht versuchen. Ist ja Wahnsinn. Da geht's gar nicht weiter da oben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich rechts an ihm vorbei. Da hinten geht's wahrscheinlich rechts weiter. Und raus können wir immer wieder schnell mit dem Rückzugszauber, Gott sei Dank. Aber ich habe das echt das Gefühl, dass wir hier entweder nicht her sollen oder dass es irgendwie ein ganz komischer Balance-Jump gerade ist. Vor allem, weil die Gegner nicht nur so viel stärker sind, sondern auch, wie gesagt, keine Erfahrung bringen. Und das finde ich am seltsamsten. Oh nein. Oh ja. Oh, da bin ich an viele Gegner vorbeigekommen. Und dann ist noch eine neue Gegnerart, die gucken wir uns auch noch an. Gut, 10.000 Silber. Geld haben wir. Aber wir hatten bisher noch keine Option, wieder was Neues zu kaufen. An die werde ich wahrscheinlich nicht vorbeikommen, ne? Das ist unmöglich. Ja. Bis gleich. Ja, nee, also wow, ich hab's zwar geschafft, aber allein diese komischen watschelnden Typen machen 72 Schaden pro Schlag. Seife, cool. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich gehe davon aus. Hier stimmt was nicht. Ich muss einen anderen Weg gehen. Das kann nicht dieser Weg sein. So einen Mana haben, sehr schön. Ich bin mir fast absolut sicher, dass es der falsche Weg ist. Wirklich. Wir gehen uns heilen. Und dann versuchen wir erstmal den anderen Weg. Wenn es da nämlich da viel leichter ist, dann sollen wir erst da lang. Weil nur weil ich glaube, dass da unten richtig ist, heißt es ja nichts. Das ist ja Blödsinn. Und eigentlich ist das ja eher östlich von Lippen, als das hier unten. Also. Vielleicht sollen wir hier noch gar nicht lang. So, das war ja schon mal ein Abenteuer. Der extremen Sorte. Jetzt gucken wir mal, ob der andere, dieser Pass hier besser ist als der Wald. Es ist schon passend, dass hier auch so ein komischer Buschgegner ist. Wenn wir doch mal gucken, ob der Buschgegner hier machbarer ist. Octoplant, okay. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Oh ja, aber oh, komm. Allein den Schaden, den ich zufüge. Ja. Keine 50 bis 70 Schaden pro Schlag von denen. Okay, ich hoffe, wir sollen jetzt hier lang. Das ist zwar wieder nervig. Ich hasse es lieber in diesem Spiel, aber wir sind hier richtig. Ich glaube, ich habe mich wieder nicht genug aufgepasst habe und sie mehr gesagt haben als nur Osten, aber. Das ist ja auch nie Osten, also ist schon okay. Ja, guck dir das an. Hier sind wir richtig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Danger ahead, turn back. Ja, nicht so gefährlich wie der Wald, da bin ich mir sicher. Ach, guck mal, hier kann man lang. Ein Starlight. Diese komischen. Oh.
Ich wollte gerade sagen, diese komischen Schatzgegner haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich war mir jetzt sicher, ich dachte jetzt, das sind wieder normale Gegner, weil die normalen Gegner ja auch dieses fluffelnde Ding da haben auf dem Overworld-Gebiet. Aber hier, das sieht wieder aus wie die Schatzgegner, ne? Dann würde ich sagen, versuchen wir alles, was geht, um die schnell zu töten. Und das könnten wieder Schatzgegner sein. Und die sehen sogar anders aus, also schätze ich mal, die bringen sogar noch mehr als die Schatzgegner damals. Das würde ich sehr begrüßen. Nicht weg, dann bitte sterben. Na gut, leben also weggerannt. Wie einer down. Dann wissen wir gleich, ob das Schatzgegner sind oder nicht. Wie viel Damage hier? Ja Gott, ich war auf einem völlig falschen Weg, ne? Auf einem völlig falschen Weg. Komm schon. Und? Wie viel gibt's? Ja, 1810 plus 3648. Ich gehe davon aus, das sind wieder kleine Schatzgegner. Vor allem fürs Geld. Alter Schwede. Und Shiro's Tale. Ah ja. Gibt das noch mehr Agilität als der damalige Tale? Mal gucken. Das waren vorher die Shiro's mit C und hier ist mit SH. Ne, die machen RNG höher. Ich weiß immer noch nicht, was. Range of Movement ist das. Okay, jetzt kann man es hier mal gut lesen. Interessant. Ist nicht uninteressant. Ich finde es aber nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Aber mehr oder weniger sowieso. Die besten, die es am meisten brauchen, haben auch am meisten. Da folgen die stehen auch an der Front. Deswegen. Dann lieber die Stats. So, Pilzboy. Komm mal her. Ja, ist das schön. Die Gegner, die nicht völlig overpowered sind gerade. Schön. Danger, Falling Rocks. Injurztier. Ich hab mich wieder vorsichtig sein sollte wegen irgendwelchen fallenden Truhen, ne? Da rechts geht's theoretisch lang, wir gucken jetzt dann weiter hier. Du bist ja auch noch ein neuer Gegner im Grunde. Neufarbige Biene. Oder Wespe. Giga Vespa. Das ist viel leichter hier. Das gefällt mir sehr. Es wundert mich aber trotzdem, dass man so wenig Erfahrung bekommt von den Gegnern im Wald. Das ist schon ein bisschen seltsam, finde ich. Keine Ahnung, wie das hier teilweise geregelt ist. Treasure ahead. Ah, oh, okay.
Secret Passage, ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich glaube, wir haben jetzt die meisten Gegner hier gesehen, solange keine neuen kommen, kann ich glaube ich für die Kämpfe rausnehmen. Wir hatten ja heute viele verschiedene neue Gegner, weil ich erst in dem falschen Gebiet war, ne? Ach, ist doch egal eigentlich. Egal, wir killen die doch sowieso alle. Easy peasy. Habe ich den Helm schon aufgesetzt, ne? Ja, habe ich schon. Wäre ziemlich dämlich, wenn ich schon dabei habe und mich aufgerüstet hätte. Ich guck nochmal lieber nach. Ja, habe ich gut. Ja, das ist ja eine tolle Secret Passage. Mir richtig viel gebracht. Insane Helmet. Das klingt wie ein, ehrlich gesagt, wie ein verfluchtes Item oder sowas. Was für ihn. Helmet for the Unhinged. Ich hoffe, er ist nicht gleich verwirrt und greift uns an oder so ein Scheiß. Da oben war jetzt auch noch ein Weg, ne? Ich habe das Gefühl, dass es da unten rechts aber auch weitergeht. Nee, mit Kyle war alles okay, also kein Problem mit dem Helm. Problem ist mal hier lang, da oben war zwar auch ein Weg und ich schätze mal, da oben war eher die Sackgasse mit Schätzen, aber vielleicht ist die Sache auch verbunden. Und das könnte wieder ein Schatzgegner sein, also komm her. Wir haben auch diese super teuren Sachen, die wir bei Ramos kaufen können. Und es wäre gut, dann auch möglichst viel Geld zu haben. Logischerweise. Ja, hauen wir ordentlich rein hier. Give it your best. Give it your all. Sonic Reiser. Au. Oh, du kannst nicht weg. Wie nett von dir. Eine Heilfrucht. Secret Passage. Moment, das fühlt sich gerade so an, als ob ich gleich im Kreis laufe hier. Ja, mal gucken. Okay. Die Frage, ist hier noch eine andere Secret Passage oder wollen die mich veräppeln? Weil die Schilder sind seltsam, ne? Beware for Rocks gibt es hier uns Secret Passage. Und das hat mich wirklich jetzt zurückgeführt. Damn it. Och nein, ey. Das ist hier so eine Verarscherei hier, oder? Oh Gott. Oh Gott, diese Ort könnte nervig werden, wenn ich die jeweiligen Secret Passages nicht finde, ne? Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ich habe die Secret Passages. Das ist komisch. Wer schreibt denn schon Secret Passage? Das ist wahrscheinlich ein. Ein Trick, um jemanden reinzulegen, oder? Also wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, der ganz oben war ich noch nicht drin, ne? Diesen Weg hier. Der wird richtig sein, okay. Ist ein bisschen irrgartig hier, aber ich glaube, die Schilder sollen uns eher in die Irre führen. Habe ich einen Eindruck zumindest. Ach komm. Nervige Pilze. Komm, wir machen hier zusammen. Wir können nämlich auch leben, das ist richtig ärgerlich. Warum nicht ein Ulti? Hau raus. Schwach gegen Feuer sind sie zwar, aber naja. Meistens rennen sie schon auseinander, bevor man sie damit killen kann.
kommt wahrscheinlich wieder der Ulti jetzt allerletztes, wenn die Wischen alle tot sind. Fast tot sind, wie gemerkt. Ja, das ist die Paralyse. Ich schätze jetzt mal fast, dass paralysierte Gegner auch mehr Schaden machen, oder? Ja, Gegner, Einheiten. Das war ziemlich viel Schaden, den sie gerade bekommen hat. Dann wäre Paralyse aber nur stärker als Schlaf. Bei Schlaf wacht man ja auch nach dem Treffer. Bei Paralyse nicht. Charity Litany. Ich würde mich freuen, wenn sie mal einen Zauber lernen würde, so wie Luna. Um Kämpfe zu canceln. Ich vermisse das so ein bisschen. Restores all HP für eine Person, okay. Gut. Naja. Aber vielleicht ist es einfach so Lunas besonderes Ding, dass sie das kann. And just a little farther tomorrow. To Tutamur, hang in there. Mal gucken, ne? Schatz, geht in die Welt mitkommen. Ich durfte gerade Zeuge der Tatsache werden, dass Kyle nun auch dreimal zuschlägt. Das heißt, er ist wieder richtig gut. Können wir bitte, ja, friedlich bleiben. Danger ahead, turn back. Die lässt mich hier nie wieder raus, oder? Nicht ohne einen Kampf. Ah, komm her. Schatzi, komm her. Und du nicht, Pilz. Ich meine den Schatz daneben, ey. Ja, komm her. Mein Leben. Gale Staff. Okay, neuer Stab. Boost Agility. Wird aber ihre Wisdom verschlechtern. Kann aber auch nur sie tragen. Sie wird halt ihre magische Kraft verschlechtern, ne? Aber wenn Agility dafür auch so. Ich glaube, Agility macht hier hauptsächlich ausweichen. Auf der anderen Seite könnte es auch dafür sorgen, dass ich öfter mal früher drankomme. Das könnte sehr hilfreich sein, um Gegner schneller zu erledigen. Wir testen es mal aus. Ich finde, dass der Verlust von 10 Mana schon ziemlich heftig ist. Ich gebe aber mal so lange einfach ihn dem Stab, auch wenn er mit dem Bogen erstmal wieder verliert, weil es macht schon Sinn, die Mana mitzunehmen. Jetzt ist er zusammen mit seinem Schild, das er da hat, also seinem, was auch immer das ist, extrem stark in magischer Kraft, ganz ehrlich gesagt. So, Biene Maya. Meinst du, wir können hier vorbei ohne Kämpfe? Nee? Okay. Dann nehmen wir dich auch noch mit. So, ich muss mal checken jetzt. Okay, ich meine, gut, er hat immer noch sehr viel Agility, ne? Also Nash war gerade noch schneller. Als sie, aber auf der anderen Seite ist es auch nur ein Punkt Unterschied. Ich habe ja schon mal gesagt, es könnte sein, dass es da so High Roads und Low Roads gibt für die Entscheidung, wer als erstes dran kommt. Also ich müsste schon mal ein paar mehr Kämpfe machen, um zu merken, ob sie jetzt weiterhin schneller ist oder nicht. Oh, was ist jetzt los? Nein, kein Bossfight los. Ich wollte die Folge eigentlich gleich beenden. Nein, ich habe nicht mal gespeichert. Zenobia! Xenobia. Leute, ich mache jetzt einen Cut. Ich weiß, ich habe jetzt schon wieder einen Cliffhanger gemacht. Aber die Folge wird sonst zu lang. Wenn jetzt echt ein Bossfight kommt. Ich hoffe, den schaffen wir, weil ich habe nicht gespeichert, ey. Ich erwarte zumindest das Übertreten eines Bildschirms. Mann. Naja, ich danke euch fürs Zusehen. Nächstes Mal machen wir da genau hier weiter. Bis dann. Bye, bye.